Und baue da jetzt mit Halbstein nochmal, wobei man könnte das Ganze auch noch höher bauen, tatsächlich. Mache ich, glaube ich, auch. Dann baue ich hier einfach mit Halbstein drumherum nochmal so ein bisschen, so ein Bogen irgendwie. Ich denke, das kann man dann schon so lassen. Dann werde ich hier natürlich auch noch ein bisschen Andesit überall, wobei ich das schon gemacht habe eigentlich. Was man hier dann allerdings auch noch machen könnte, ist tatsächlich die Halbsteine von dem Andesit nochmal zu schnappen. So, zack. Und dann hier vielleicht nochmal überall in die Ecken zu setzen. Das sieht, glaube ich, noch ein bisschen cooler aus. Und dann würde ich sagen, ist die Treppe auch soweit fertig. Wir brauchen natürlich allerdings noch hier Türen. Und ist jetzt die Frage, ob wir hier Eisentüren tatsächlich hinbauen, die man halt aufschalten kann. Oder ob wir ganz normale Türen nehmen. Ich würde sagen, ich nehme einfach Eisentüren. Und dann mache ich davor einfach Druckplatten. So, zack. Das müsste eigentlich funktionieren. Und hier vielleicht noch tatsächlich so ein Geländer hin, dass man hier nicht runterfallen kann. Dafür nehme ich mal hier Cyanglas. Cyan soll ja auch so die Farbe von dem Mucke so ein bisschen sein. Dementsprechend passt das, denke ich. So. Und jetzt halt die Frage, was machen wir denn hier? Lasse ich das Ding hier einfach offen, dass man runterspringen kann? Oder nicht? Aber ich glaube, ich lasse es einfach offen. So, hier kommt dann natürlich auch wieder so ein Ding hin. Und dann mache ich hier auf den Fußboden einfach mal ein bisschen... auf jeden Fall hier diese Andesit-Dinger wieder. Und Stonebricks. So. Mache ich dann mal hier so ein bisschen. Damit es nicht so gerade ist, mache ich dann zwischendurch nochmal ein paar Blöcke weg. Aber ich glaube, Gestein lasse ich da tatsächlich auch noch so ein bisschen. Könnte man hier vielleicht auch nochmal einen hinbauen und vielleicht auch nochmal Andesit, so. Ich glaube, es sieht eigentlich ganz cool aus. Mach mal so, oder? So, ja, so kann ich es lassen. Und hier unten, denke ich, mache ich einfach einen Knopf hin. Kann man hier die Tür aufmachen, zack. Und hier kommt man dann später in den weiteren Bunker. Das wird dann aber in der nächsten Folge, denke ich, gemacht werden. Was wir natürlich auch noch machen müssen, ist, solche Löcher hier zu graben, auch noch für den Tunnel. Für den Kran natürlich. Und auch für den Fahrstuhl. Ich werde euch mal zeigen, wie ich das Ganze bauen werde. Die werden ja ziemlich gleich werden. Und zwar der hier muss ja, wie gesagt, 4x3 Blöcke groß sein. Und dann werde ich einfach in der Mitte so Stahlträger quasi machen. Und dann alle paar Blöcke. Ja, wobei, das kann ich dann ja hier wieder nicht machen. Ich glaube, ich mache einfach erstmal einen Tunnel einfach so nach unten. Und wenn ich ein gutes Design dafür habe, werde ich euch das noch in einer anderen Folge zeigen. Aber wie gesagt, das muss jetzt einfach auch bis zur Ebene 45 nach unten gehen. Und das gleiche natürlich hier auch nochmal. Wobei ich hier natürlich das Design schon fertig habe. Also hier ist in der Mitte dann immer einfach Stone. Und dann werden später noch die ganzen Lampen da kommen, die wir dann alle schalten werden. Und ich denke, ich mache auch auf der untersten Seite nochmal so ein Eisentor und vielleicht zwischendurch auch nochmal, damit man so ein bisschen Sicherheit hat. Aber jetzt müssen wir erstmal hier oben noch ein bisschen weitermachen. Denn das wird auf jeden Fall in dieser Folge noch geschafft quasi. So. Dann mache ich hier auch wieder erstmal alles zu und da brauchen wir nochmal hier diesen den Concrete, damit wir das Ganze hier noch ein bisschen hübscher machen können. Und ich würde sagen, hier oben braucht man eigentlich gar keine Lampen tatsächlich. Weil hier wird ja theoretisch nichts sein oder zumindest wenige Lampen. Und dann können wir hier lieber später dann nochmal... war das auf der höchsten oder auf der... Nee, war es nicht. Das war hier auf dieser Höhe. Nee, also die Lampen, die werden man dann hier, oder würde man dann hier in dem Fall, dass man sie braucht, tatsächlich anschalten. Also so die ganze Zeit brennen würden die jetzt nicht, denke ich. Ja, und dementsprechend werden wir das gleich auch nochmal machen. So, und hier mache ich das Ganze nochmal so. Ist halt die Frage, ob ich das jetzt so mache oder ein tiefer rein. Ich glaube, ich mache es so. Zack, zack, zack. Dann eben auf dieser Ebene hier wieder ein bisschen blau. Sieht eigentlich ganz gut aus. Dann könnte man das hier halt, wie gesagt, nochmal verbinden und hier oben so eine Kuppel so ein bisschen machen, wo er die denn hier aufhören würde. So. Und ich glaube, das Ganze mache ich hier nochmal einen breiter. Zack. Und dann hier hinter noch einen Raum, der dann vielleicht auch zu der Treppe irgendwie führt. Dass man dann irgendwie hier einsteigt oder sowas. Na, wobei hier ist ungerade, machen wir das mal hier. So, und dann kann man hier halt zu dem Raum gehen. Mache ich dann auch nochmal eine Treppe auf hier, eine Tür auf jeden Fall hin. Das sieht man von unten, ne? Ja, okay, ist auch egal. Mache ich da lieber einen Stein hin. So, zack, dann kommt hier auf jeden Fall die Tür rein. Und die Tür kann man dann hier auch wieder, zack, aufmachen. Und dann kommt man von hier eben in diesen Raum hier. Und hier werden wir, denke ich, nochmal... Oder warte, das kann ich mit diesem Stein hier vielleicht machen. Das sieht, glaube ich, noch ein bisschen cooler aus. Dann schnappen wir uns nochmal Glas. Dip, dip, dip. Da. Machen das vielleicht noch ein höher. Ja, doch. Noch ein höher kann man machen. Und dann oben drauf nochmal Halbsteine. So, die dann bis zur Wand gehen quasi. Zack. Und hier hinten kommt dann auch tatsächlich eine Wand hin. So, wobei hier natürlich dann auf dieser Seite, denke ich, eine Tür sein wird. So, aber hier kommt dann halt Wand hin. Kann ich auch nochmal schnell vollbauen. Zack, zack, zack.
Dann hier nochmal zwei und hier kommt dann auch noch eine Eisentür hin. Natürlich wieder mit Knopf. Zack, kann man hier rein und raus gehen. Hier auch nochmal einen Knopf hin. Und dann könnte man hier vielleicht auch noch eine Tür machen tatsächlich. Wo man dann rausgehen könnte. So. Das ist halt die Frage, ob ich da von außen... Ich glaube, von außen mache ich da keinen Knopf hin, sondern ich mache da einen Schalter hin. So. Kann man nicht den Schalter hier drücken. Zack. Und dann machen wir hier vorne nochmal ein bisschen Glas hin. So, und dann sieht das Ganze so ein bisschen aus wie so eine... nicht so eine Rezeption einfach. Dann werden hier die neuen Leute, die halt kommen, aufgenommen. Und hier im Hinterzimmer könnte man dann irgendwie vielleicht eine Buchführung machen oder so, wer halt alles im Bunker ist und wann wer gekommen ist oder sowas. Ist halt die Frage, ob man sowas machen will. Aber ich mach das hier einfach mal an der Stelle, damit das hier noch ein bisschen seriös ist. Ja, ist ja ein Luxusbunker, da gibt's ja auch Personal für alles einfach, auch für Buchführungen natürlich. So, hier mache ich das, denke ich, so hoch. Und ja, ich denke, das kann man so lassen. Dann müssen wir hier natürlich für den Fußboden uns noch was überlegen. Ich denke, ich mache hier erstmal auf jeden Fall einfach so ein paar Stahlträger nach hier. Und hier auch. Zack, 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 zack. Denn hier in der Mitte gehen auch nochmal welche lang. Und dann könnte man hier schon fast Teppich legen tatsächlich, weil das ja schon wieder hier so ein bisschen, ja, weiß nicht, ein bisschen passender tatsächlich. So, natürlich den guten dunkelgrauen, hellgrauen und den türkisen hier, den Andesit. Dann könnte man da unter zur Not auch Lampen machen tatsächlich. Das will, ja, das mache ich glaube ich sogar direkt. Weil unterm Teppich sind die Lampen ja immer ganz gut versteckt. Und dann kann man hier direkt für noch mehr Beleuchtung sorgen tatsächlich. So, mache ich hier auch nochmal hin und hier. Und hier vor. Und hier. Und hier. Und den Rest mache ich erstmal zu ganz normalem Stein. Nicht zu normalem Stein, sondern hier zu dem Clean Stone. So. Das kann man dann halt später auch noch schalten. Dann hat man hier so, wenn es gebraucht wird, halt schön viel Beleuchtung. Und ansonsten hat man halt diese Standardbeleuchtung, die wir jetzt haben. Ja, ist ja zur Not auch nicht so schlimm. Kann ja zumindest gucken. So. Ist ja immer schön, wenn man zumindest etwas sieht. Auch im Bunker. Ganz dunkel wäre es ja echt blöd. Auch wenn es wahrscheinlich realistischer wäre, weil irgendwann kein Strom mehr und so. Aber ne, man muss ja auch mal ein bisschen hier auf dem Teppich bleiben. Und apropos auf dem Teppich bleiben, hier kommt gleich noch ein bisschen Teppich hin. Hahaha. Ja, die Aufnahme geht schon so lange, die geht schon fast eine Stunde tatsächlich. Mal gucken, wie lange das Video denn tatsächlich wird. So. Und hier können wir dann halt, wie gesagt, einfach Teppichchen machen. In irgendeinem coolen Muster. Ich denke, das kann man so lassen. Dann wird das schon. Dann hier auch nochmal Teppichchen. So, zack. Das könnte fast schon so ein Logo sein, so dieses Z. Falls jemand einen coolen Firmennamen hat mit Z, gerne in die Kommentare, dann wird das hier so heißen, keine Ahnung. So, hier mache ich dann so. Schon fast ein bisschen viel Teppich tatsächlich. Ich glaube, ich lasse die hier mal weg. Das wäre sonst, glaube ich, echt ein bisschen zu viel. Also kann man das machen und dann können wir hier halt noch so ein bisschen Trödel hinstellen und irgendwelche Betten und sowas oder Sitzmöglichkeiten einfach. Dann machen wir hier noch so eine Kapsel da drüber, so eine Kuppel meine ich. Wofür mache ich die denn hier erstmal zu? Machen wir das Ganze hier ein bisschen höher. So, insgesamt würde ich sagen, reichen drei Blöcke aber. So, jetzt ziehen wir hier einmal drei Blöcke lang und ich glaube, das schneide ich auch schon wieder raus. So, und dann würde ich sagen, machen wir auch hier direkt das Ding hin. Und zwar würde ich das am liebsten, also hier oben soll es ja aufhören. Dann würde ich sagen, machen wir dazwischen nochmal Halbsteine, so. Den hier tauschen wir vielleicht aus mit einer Treppe tatsächlich. Und ich denke, so kann man das auf jeden Fall lassen. Das werden wir jetzt hier überall einmal machen. Das bedeutet, hier kommt dann auch nochmal eine Treppe hin. Also überall, wo hier so Balken sind, kommt dann auch eine Treppe hin. Hier und hier. Dann daneben nochmal. Ich glaube, ich habe jetzt alle, ja. Oder kommt da hinten noch eine? Nee, okay. Dann habe ich alle. So, dann machen wir hier nochmal die Träger nach Duart. So. Hier auch nochmal. Zack, zack, zack. Und dann können wir, ach ja, die Halbsteine. Voilà, zack, die müssen natürlich auch noch dahin. Jetzt ist halt die Frage, was wir hier oben hin machen. Auf jeden Fall könnte man hier in die Mitte einen Kronleuchter machen oder vielleicht, na, wobei. Ah, sieht das gut aus. Ich glaube, das ist ein bisschen unpassend. Ich nehme einfach mal ganz normal, wie immer, diese Steine hier. Guck mal, wie das dann aussieht. Und da könnte man ja auch noch ein bisschen was mit den Halbsteinen machen vielleicht. Wenn man jetzt zum Beispiel hier nämlich Halbsteine hinmacht und hier, dann hier die mittleren beiden wieder voll besetzt oder die dann vielleicht weg. Ah, ich glaube, so sieht das ganz gut aus. Dann könnte man hier oben halt zum Beispiel nochmal Lampen hin tun.
Da Seelaternen und Glas brauche ich. So. Ja, wobei, dann scheint das da auch wieder durch. Ist ja auch ein bisschen. Aber wobei, da könnte ich den Halbsteine tatsächlich alles, also mit Halbsteinen alles voll machen. Also hier zum Beispiel und hier. Zack. Hier auch nochmal. Gleich hier hinten auch nochmal. So. Sieht das zumindest so ein bisschen imposant aus. Soll ja auch ein Luxusbunker sein irgendwo. Da muss natürlich auch so ein bisschen unnötiger Schnösel-Zeugs-Dingsbums hin. Das ist natürlich immer wichtig bei Leuten, die viel Geld haben, dass man so, ne? Man kennt's ja. So, dann hier zack, 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 alles voll machen. Hier kommt dann auch nochmal Licht hin. So. Und dann drumherum habe ich alles, dann kommt da so war, ne, ach ja doch, 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 doch. Das kommt dann hier auch nochmal hin, kann ich ja schon überall machen. So, auch hier muss ich ja nochmal alles machen. So, war das auf der Höhe? Ne, noch ein höher, so. Und dann so, zack. Kommen wieder Halbsteine hin, hier kommt ein Halbstein hin, hier kommen drei hin, hier kommen wieder welche hin. Und dann kommt ganz oben natürlich nochmal der ganz normale Stein. Zack, zack. Irgendwas ist aber anders. Irgendwie. Also hier hinten sind zwei offen. Das soll ja eigentlich nicht so sein. Hab ich irgendwas verkackt? Ich glaube, ich mache hier lieber nochmal so eine Reihe Träger hin quasi. Irgendwie habe ich da was komisch gebaut. Aber ist ja nicht schlimm. Das kann man ja alles ein bisschen ausgleichen. So. Ich denke, so geht das. Dann mache ich hier nochmal zwei Dinger hin. Ach, hier hinten ist ja stimmt. Muss ich auch noch machen, den Hügel da ein bisschen hübscher. So, dann füllen wir das hier aus. Und das gleich mache ich auch nochmal. Bedeutet, hier kommen volle Steine hin. Und hier kommen dann diese anderen Steine hin. Wobei man hier auch fast schon wieder tatsächlich sowas machen könnte. Sieht, glaube ich, auch noch ein bisschen cooler aus. Wobei, wenn ich das ganz mache, sieht das. Nee, das sieht komisch aus. Aber ich glaube, so lasse ich es einfach. So sieht das eigentlich ziemlich nice aus. Und das gleiche könnte man hier auch nochmal machen. Ist halt nochmal ein bisschen mehr Abwechslung tatsächlich. Das ist eigentlich immer gut. Ja, stimmt, oder sowas könnte man. Nee. Nee, das kann man nicht machen. Das sieht doof aus. Ich lasse das jetzt so. Und dann ist halt die Frage, ob ich da sowas mache oder sowas tatsächlich. Und dann in der Mitte vielleicht mit Halbstein das verbinde. Ich glaube, es sieht sogar noch ein bisschen besser aus. Ja, das denke ich, mache ich auf jeden Fall. Hier auch nochmal. Kommen jetzt hier überall, wo diese Reihen hier sind, kommt dann nochmal eine Treppe rein und der Rest wird dann nur mit Halbstein nochmal aufgefüllt. So. Sieht eigentlich echt ziemlich nice aus. Und ihr seht, also ihr guckt euch die Sachen dann irgendwann einfach an und dann seht ihr schon, was man vielleicht noch machen könnte, dann probiert ihr es aus und dann sieht es im Zweifelsfall cool aus, hoffentlich. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, dann macht ihr es halt wieder rückgängig. Aber ich denke, so kann man das auf jeden Fall lassen. Dann müsste man das hier jetzt noch ein bisschen dekorieren mit so ein bisschen Zeug. Könnte man eigentlich jetzt sogar direkt machen. Also ich mache hier auf jeden Fall Betten hin, so für verletzte Leute oder sowas vielleicht. Ein paar Fässer können hier, denke ich, auch hin und ein paar Kisten. Das müsste, denke ich, reichen. Vielleicht nochmal so ein Crafting-Table tatsächlich. Und eine Musikbox natürlich, dass man hier schön Musik hat. Ach, Bücher könnte man haben, vorbei. Ich denke, das reicht erstmal. Wir nehmen nochmal ein paar Türchen dazu und dann würde ich sagen, machen wir hier in den... Na, wobei. In welche Ecke könnte man jetzt hier ganz gut so Betten machen? Manchmal noch hier vielleicht. Dann machen wir nämlich hier auf dieser Höhe nochmal so und legen dann da nochmal ein Bett drauf, damit es so aussieht. Dann können wir nämlich hier das Ganze zu so einem richtigen... Oh ne, warte, das war falsch. So, dann haben wir hier so ein richtiges Hochbett. Ich denke, das mache ich hier neben auch nochmal tatsächlich. Hoppala. So, dann erstmal hier diese. Zack. Dagegen. So, und dann kommt hier nochmal die Tür so rum hin. Habe ich, glaube ich, in einem Bett-Tutorial... Ich glaube, ich habe mal ein Tutorial zu Betten gemacht. Habe ich das gleich auch gezeigt. Jetzt die Frage, wie kriege ich... Achso, ich mache auch mit den falschen Blöcken. So, dann haben wir hier nochmal so ein bisschen Sichtschutz quasi. Ist eigentlich ganz cool. Und dann machen wir hier hinten nochmal einen Leiter hoch einfach. Dann haben wir so ein bisschen Verletzte oder Betten für Verletzte, so Lazarettbetten mehr oder weniger. Eigentlich ganz nice. Die Musik kann man... Oder hier könnte man auch Pflanzen tatsächlich hinstellen, weil ich habe mal gelesen, dass Pflanzen tatsächlich im Bunker auch super wichtig sind, damit die Leute nicht abdrehen. Kann ich mir vorstellen, so, weil, ne, irgendwann. Aber machen wir dann, denke ich, auch auf jeden Fall hier nochmal ein paar hin. Dann hier noch so ein bisschen Lagerraum. Einfach damit hier halt irgendwas ist. So, mache ich da oben nochmal so ein Ding rauf. Vielleicht dann, ich glaube, ich mache tatsächlich hier ein paar Blümchen hin. Nehmen wir dafür Dschungelblätter. Und was ich dann eigentlich immer nehme, sind Cauldrons, also Kessel. Wasser und dann noch irgendein Schild.
Ich nehme mal hier in diesem Fall das Spruce Sign. Und da kann man hier natürlich auch ein bisschen Bambus vielleicht noch hinstellen. So, und dann mache ich halt hier, wenn solche, also wenn hier immer so ein Spalt zwischen frei ist, mache ich dann meistens so, hier einfach so ein paar Blätter hin und dann davor noch so ein Schild. Das müsst ihr mit Shift und Rechtsklick machen. Denn auf der anderen Seite zum Beispiel, oh, ja, okay, das war jetzt natürlich richtig schlau. Oh je, oh je. Achso, und das Wasser kann jetzt auch durch Schilder gehen, stimmt. War das jetzt richtig blöd gelaufen, das muss ich gleich alles machen. Oh nee, aber das mache ich auf Kamera. Keine Sorge, das müsst ihr euch nicht antun. So, und dann stelle ich hier irgendwo noch einfach, ja, hier mache ich dann einfach noch so ein Bambus hin. Ich denke, das müsste erstmal so von der Einrichtung her reichen. Falls ihr noch Ideen habt, natürlich gerne in die Kommentare. Das kann man ja, oder ihr könnt ja auch selber, wenn ihr die Welt dann habt, das noch ein bisschen ändern, wie ihr möchtet. Aber ich würde sagen, ich mache hier vorne nochmal einen Eisenblock hin auf jeden Fall. Und ansonsten haben wir den Raum hier zumindest soweit fertig, wenn ich hier jetzt natürlich nochmal den ganzen Teppich hier hin tun würde. Und hier vorne sind wir auch. Hier ist halt echt die Frage, ob man hier was reinstellt oder halt einfach nicht. Weil es macht eigentlich keinen Sinn, hier was zu haben, weil das ja halt noch kontaminiert ist, im Zweifel. Aber also man könnte hier irgendwelche kaputten Sachen vielleicht machen oder Reste oder irgendwelche, weiß nicht, so Sachen, die man dann halt hier lässt. Und dann hier sieht ja soweit alles gut aus. Müssen wir hier natürlich noch ein bisschen Redstone-Schaltungen und so machen. Und ich denke hier, ich bin auch noch am Überlegen, die Tür hier vielleicht ein bisschen anders zu machen. Vielleicht mache ich hier hinten einfach noch eine eigene Treppe hin, dass man halt diese hier nicht benutzen muss dafür. Und dann würde ich eigentlich sagen, können wir draußen eigentlich noch ein bisschen was weiterbauen. Denn da sieht es auch noch ein bisschen schäbig aus tatsächlich. Und dann mache ich auf jeden Fall den restlichen inneren Raum in der nächsten Folge, weil diese Folge geht jetzt schon ultra lange, also über eine Stunde. Ich muss nochmal gucken, wie ich das hier dann irgendwie gut verpacke. Und was ich halt auch alles wegschneiden kann. Da kann ja sein, dass irgendwie alles wichtig war oder sowas und ich das alles drinne behalte, weil ich immer so viel laber oder so. Wäre natürlich nicht so geil, aber vielleicht, man weiß es nicht. So, und ich würde sagen, wir machen hier einfach noch ein bisschen mehr Stein hin. So, dann das hier noch ein bisschen nach da. Damit das hier halt so aussieht, als wäre es halt tatsächlich in so einem fetten Felsen drinne, einfach. So, dann gehen wir hier noch ein bisschen in die Richtung. Da ein bisschen was drauf. Zack, zack, zack. Das noch ein bisschen darüber. Weil ich da dann lieber noch meinen hinbaue und so. Das sieht eigentlich ziemlich nice aus. Den hier glaube ich auch noch ein bisschen nach unten. Dann werde ich das natürlich noch mit Andesit ein bisschen verwässern quasi, damit es ein bisschen cooler aussieht. Ich finde tatsächlich Stein und Andesit zusammen sieht halt so gut aus. Das sollte man auf jeden Fall öfter machen. Sieht eigentlich immer gut aus tatsächlich, also ja, empfehle ich euch auf jeden Fall. Empfehle ich glaube ich sogar ziemlich oft in den Videos tatsächlich, weil ich das halt wirklich ziemlich gut finde. Ja, aber man kann es ja nicht oft genug sagen, ne? Es guckt ja nicht jeder dasselbe Video. So. Dann mache ich hier noch ein bisschen. Ich mache das später sonst nochmal ein bisschen besser. Da kann ich es euch nochmal zeigen, denke ich. Aber halt, dass ihr mal so ein bisschen die Idee habt, wie ich das immer so mache. Ich gucke mir das so an und überlege so, okay, was sieht noch nicht so gut aus. Hier zum Beispiel mache ich vielleicht lieber einen wieder hin. Dann hier dafür einen nach unten. Wobei man den dann auch höher machen könnte. Ja, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Wobei ich dann den hier vielleicht. Es ist immer so ein bisschen, man guckt sich das an, überlegt sich so, was sieht noch nicht so geil aus und dann versucht man es zu verbessern und wenn man es nicht schafft, dann verzweifelt man. Ihr macht was anderes einfach. So, ich denke, da mache ich nochmal so einen hin. Ja, wobei, sieht irgendwie komisch aus. Ich glaube, ich lasse es einfach so. Das würdet ihr jetzt theoretisch halt hier hinter nochmal machen. So, dann macht ihr hier noch so eine Ebene hin. Zack. Hier ein bisschen höher vielleicht. Dann hier hinter wieder. Und das hier auf jeden Fall noch höher. Dann auch wieder Gras drauf. Zack, zack, zack. Zack, zack. Hier noch ein bisschen was hin. Dann vielleicht hier sogar noch einen hin. Das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Und das müsste man jetzt hier halt noch ein bisschen flächendeckender machen quasi. Und dann schnappt ihr euch einfach noch Andesit und tauscht hier halt so ein paar davon aus. So, zack. Natürlich nicht zu viel. Also es war jetzt sogar vielleicht ein bisschen viel, was ich da gemacht habe. Sonst gleich nochmal angucken. Von weiter weg. Aber halt so ein bisschen, ne? Hier könnte man auch nochmal einen hinbauen. Hier unten. So. Da nochmal was hin. Ich würde sagen, das sieht erstmal so gut aus. Ich mache hier oben, glaube ich, noch einen hin, so. Aber jetzt reicht es auf jeden Fall erstmal. Und ja, dann schauen wir uns mal an, was wir heute gemacht haben. Wir haben hier den Eingang gemacht. Das ganze Redstone wird natürlich noch gemacht hier für die Eingangstüren. Dann haben wir hier den Raum, wo man dann erstmal landet.
Dann haben wir hier diese. Na, wobei hier könnte man nochmal einen Schalter hin machen. So dass man halt, wenn man bereit dafür ist, wenn man den Schalter. Oder wobei, da ist ein bisschen doof vielleicht. Ich mach den mal nach hier. So, dahin mache ich den und dann kann man hier reingehen. Wird dekontaminiert. Und dann ist man hier so in dem Auffangraum. Wobei ich hier auch aufpassen muss, dass das Wasser halt nicht hier reinfließt tatsächlich. Ich mache hier erstmal lieber Löcher hin so. Denn für den Fall, dass hier das Wasser nachher beim Versuchen erstmal reinfließt, dann muss ich hier nicht nochmal alles neu machen. Ja, hier vorne haben wir dann den Kran, den ich noch ein bisschen verbessern muss. Muss ich mir noch überlegen. Dann soll hier in der Fahrstuhl hin, der wird natürlich auch noch gebaut mit dem Redstone. Dann haben wir hier die Treppe, die nach unten geht. Und ich denke, das reicht auch erstmal für eine Episode. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Eingang in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part von dem Tutorial. Ich muss mal gucken, wie lang das hier wird. Die Aufnahme ist jetzt genau 1 Stunde und 10 Minuten. Mal gucken, wie lange das Video dann im Endeffekt wird. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet was lernen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.